Die Firma heißt Xeno Rentals. Xeno kommt aus dem Griechischen, heißt Fremd, der Fremde. Rentals, die Vermietung. Also wir machen Vermietung für Fremde, Fremdenzimmer sozusagen. Wir sind seit diesem Jahr auf dem Markt und bieten für unsere Kunden, also für die Eigentümer in dem Sinne, unseren kompletten Service an. Wir inserieren die Objekte der Eigentümer in alle bekannten Portale, die großen Player, Airbnb, VRBO, Booking.com, Expedia und so weiter, werden inseriert, werden gemanagt. Wir haben einen 24-Stunden-, 7-Tage-die-Woche-Service für die Gäste der Kunden. Wir analysieren auch regelmäßig die Daten. Das heißt, wir möchten möglichst transparent sein, um zu sehen, wo gibt es auch Verbesserungspotenzial, und managen auch natürlich die Reinigung. Auch Schäden werden von uns gemanagt, sodass es ein Allround-Paket ist. Und natürlich eines der wichtigsten Punkte ist das Price-Management, was wir machen mit unseren Partnern PriceLabs. Die größte Herausforderung war, all die Ideen, die wir hatten, all die Services, die wir anbieten, in Einklang zu bringen und gut aufeinander abzustimmen. Das war so die größte Herausforderung. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, das Reinigungspersonal muss immer wissen, was es zu tun hat, wo es sein muss. Die Mitarbeiter im Callcenter müssen auch Bescheid wissen, wie die Zimmer aussehen. Also all die Dinge in Einklang zu bringen, war eine Herausforderung. Die haben wir aber sehr gut hingekriegt. Ehrlich zu sein, gar nicht. Also mir war von vornherein klar, dass ein Price-Management sehr wichtig ist. Ein Price-Management ist quasi der Blick auf den Markt, der gefilterte Blick auf den Markt. Und das ist meines Erachtens ein extrem wichtiges Tool. Das ist aber auch in jeder Branche so. Hätte Nokia mehr auf den Markt geachtet, hätte sie den Smartphone-Markt nicht verpasst. Und genauso ist es auch hier. Wir müssen wissen, was auf den Markt los ist, um zu reagieren, um den Preis richtig zu gestalten, die Gegebenheiten richtig zu gestalten. Und da ist so ein Tool wirklich unerlässlich. Wir haben wie bei jedem Tool, was wir nutzen, jede Zusammenarbeit, die wir machen, im Rahmen eines Projektes eine Analyse gestartet, auf den Markt geschaut, was gibt es für Anbieter, welche sind auf dem Markt und wie funktionieren sie. Uns war natürlich wichtig, dass unser Partner möglichst flexibel ist, dass es auf unsere Bedürfnisse, unsere Vorgaben sich einstellen kann und auch einen guten Blick auf den Markt bietet, damit wir möglichst einfach und schnell damit arbeiten können. Und dann sind wir ziemlich schnell auf PriceLabs gekommen. Der war ziemlich einfach. Wir haben PriceLabs direkt mit unserem PMS, das Property Management System, direkt verbunden. Wir haben uns natürlich Zeit genommen, um das richtig einzurichten, wurden von PriceLabs Mitarbeitern unterstützt, um das Ganze richtig schön onzuboarden, und haben jetzt eine Strategie auch entwickelt mit Anpassungen, die wir auch selber schnell und einfach machen können. Also von daher war der Prozess sehr easy. Man muss sich natürlich damit beschäftigen, man muss sich Zeit dafür nehmen, aber im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beschweren. Ja, zum einen die tägliche Arbeit, das heißt, die Preise werden angepasst. Gibt es eine hohe Nachfrage, gehen die Preise hoch, eine niedrige Anfrage, gehen sie runter. So verliert man weder Geld noch Buchungen. Und man kann natürlich auch seine Preise zentral anpassen. Man muss nicht für jedes einzelne Objekt sich Preise überlegen, wie wäre es hier, wie wäre es da. Man kann es sehr individuell gestalten, und da stecken viele Automatisierungen dahinter. Von daher eine sehr, sehr große Hilfe. Wobei es nicht nur auf PriceLabs bezogen ist, sondern generell, wir haben durch unser Zutun die Objekte, die wir übernommen haben, im Schnitt haben wir ungefähr das Doppelte am Umsatz erreichen können, was vorher war. Das heißt, die Eigentümer haben das selber gemanagt mit eigenen Mitteln, ohne Price Management, ohne unsere Services, unsere Dienstleistungen, unser Zutun. Und bei denen, die wir es übernommen haben, konnten wir tatsächlich beim manchen sogar mehr als das Doppelte, aber im Schnitt war es das Doppelte an Umsatz erzielen. Sehr, sehr gut. Also ich kann
momentan zumindest keine negativen Aspekte finden. Ich habe auch keine Ideen, wo ich sage, da könnt ihr noch besser werden. Aber ich bin mir sicher, dass wenn es Updates gibt, wir uns über Updates und Verbesserungen freuen werden. Aktuell sind wir aber sehr zufrieden. Es läuft genauso, wie wir es haben möchten. Wir sind, wie gesagt, in Zürich und in Griechenland tätig. Wir wollen weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, noch mehr Objekte zu gewinnen und da uns zu vergrößern. Aber auch nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen europäischen Ländern wollen wir uns vergrößern. Vielleicht aber auch außerhalb Europas Richtung USA. Das sind so die Pläne für die Zukunft, die wir haben. Und freuen uns natürlich, wenn wir neue Partner hinzukommen. Wenn jemand sein Objekt selber verwalten will, kommen natürlich sehr, sehr viele Aufgaben und Herausforderungen hinzu, die man vorher gar nicht kannte oder davon wusste. Man muss sehr viel Zeit, sehr viel Lehrgeld auch bezahlen, in falsche Entscheidungen wohlmöglich und muss auch konkurrenzfähig bleiben, um sein Produkt, seine Wohnung, seine Einheit erfolgreich an den Markt zu bringen. Und da ist natürlich ein Property Manager, wie wir das sind, mit unseren Skills, mit unseren Mitarbeitern, die dafür da sind, mit unserer Professionalität, helfen natürlich. Und dadurch, dass wir für unsere Eigentümer die Einnahmen um einiges erhöhen, lohnt sich das auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es für uns beide eine Win-Win-Situation. Sehr viel Recherche, sehr viel Zeit muss investiert werden, viele Tests fahren und Geduld haben, auch Rückschläge einzukassieren. Das sind so die Tipps, die ich habe, aber das Business ist ein gutes Business, es funktioniert sehr, sehr gut, bedeutet aber auch, dass man sehr viel Zeit und sehr viel Willen und Herzblut investieren muss, um das Ganze erfolgreich zu machen.